Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Keiner mehr da, aber zu Hause, doch da. Wenn man den vorliegenden CDU-Antrag so zum ersten Mal liest, dann will man eigentlich spontan zustimmen. Er liest sich gut und zeichnet ein blumiges Bild von NRW in Europa mit einer Vielzahl von Allgemeinplätzen und einem echten Wohlfühlcharakter. Doch der Antrag ist in Wirklichkeit ein recht träges Weiter-so in der Europapolitik, und er geht leider an der Lebensrealität vor allem der jungen Menschen in Europa vorbei. Ebenso bei Rot-Grün. In einfühlsamer Prosa beklagen sie sich in ihrem Antrag über sinkende Wahlbeteiligung und warnen vor der Gefahr von rechts, aber ohne dabei Lösungen aufzuzeigen. Herr Tönzer, Sie fordern noch nicht einmal etwas. Und Ihr Hinweis zur Sozialunion habe ich zur Kenntnis genommen, aber setzen Sie sich doch einfach in Berlin in der Großen Koalition als SPD dafür ein. Das ist, glaube ich, wirksamer als hier. Und die FDP behauptet in ihrem ansonsten seicht gehaltenen Antrag doch allen Ernstes, Zitat, die europäische Verschuldungskrise hat Europa stärker zusammengebracht. Also das, Herr Dr. Wolf, ist ungefähr so, als wenn man bei einem Banküberfall mit Geiselnahme sagen würde, dies hätte die Bankkunden jetzt zusammengeschweißt. Also das ist schon zynisch. Das ist alles Showpolitik, die hier keinem wehtun und zu nichts verpflichten soll. Es sind aber eben nicht nur Worte, die zählen, sondern Taten. Denn es sind die gleichen etablierten Parteien, die das europäische Projekt einer jungen Generation zu vermitteln versuchen, die deren Perspektivlosigkeit und Europamüdigkeit mit verursacht haben. Nur einige Beispiele. Sie beschweren sich über das Erstarken der Rechtspopulisten in ganz Europa, und gleichzeitig treibt die verheerende Austeritätspolitik die jungen Menschen, genau die, denen massenhaft in die Arme. Sie alle stellen die Wahl des Kommissionspräsidenten als demokratische Direktwahl dar. Dabei wurden die Nominierungen Schulz und Junckers wieder in Hinterzimmern zwischen den Staatschefs ausgeklüngelt. Sie sprechen davon, die Menschen zur Stimmabgabe motivieren zu wollen, während Ihre Wahlplakate, liebe CDU, den Wählern suggerieren, dass Angela Merkel fürs Präsidentenamt zur Wahl steht. Das ist nicht besonders seriös. Wir Piraten wissen, wenn die Sinnhaftigkeit der EU vermittelt werden soll, bedarf es eben auch einer Neuausrichtung der europäischen Politik, vor allem auf die Belange der jungen Menschen in Europa. Wir fordern eine funktionierende europäische Bildungs- und Ausbildungspolitik, eine starke, spürbare soziale Komponente in der EU und vor allem echte Mitbestimmungsmöglichkeiten. Wir haben in unserem Antrag konkrete Forderungen aufgenommen, von der Direktwahl des Kommissionspräsidenten bis zum Initiativrecht für das Europaparlament. Und jetzt noch ein Wort zu der hier eben stattgefundenen Debatte, dass der Top hier recht spät angesetzt wurde. Ja, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Und da wurde jetzt auf die CDU gezeigt, und dass die ja früher den Top hätten beantragen können. Aber ich sage mal so, das ist etwas heuchlerisch, da allein auf die CDU zu zeigen. Denn der Grund dafür, dass wir hier so spät darüber diskutieren, liegt darin, dass wir nicht drei Plenartage vereinbart haben, sondern, und das wurde von Ihnen so gewünscht, beziehungsweise von Ihren parlamentarischen Geschäftsführern, auf zwei Tage. Daher die Zeitnot und daher dieser ungünstige Zeitpunkt. Da können Sie sich an die eigene Nase fassen. Und Frau von Böselager, ich befürchte, so sehr Sie auch, sage ich mal, dieser Antrag, so sehr der auch gut gemeint war, ich befürchte, wir überschätzen da die Wirkung und auch die Wirksamkeit unseres Tuns hier, wenn wir glauben, dass so ein Antrag tatsächlich Einfluss auf die Wahlbeteiligung hat. Viel wichtiger wäre es, bürgernahe Politik in Europa zu machen und die Menschen mitzunehmen. Dann brauchen wir uns auch keine Gedanken über die Wahlbeteiligung zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kern. Für die Landesregierung spricht Minister Schneider in Vertretung.